Hier entstehen Stahlhelme für unsere Soldaten. Vor dem Pressen werden die rundgeschnittenen Platten aus Chrom-Nickel-Stahl in Seifenwasser gebadet. Das Pressen erfolgt in mehreren Arbeitsgängen. Hier werden die Ränder der Helme sorgfältig überarbeitet. In einem Glühofen wird der Chrom-Nickel-Stahl, der nun zu Helmen geworden ist, geglüht und dann in einem Ölbad gehärtet. Der Stahlhelm erhält seine Farbe. Das Auftragen des Hoheitszeichens erfolgt mit Hilfe von Abziehbildern. Das Passleder wird eingesetzt. Im Trockenständer. Immer wieder werden einzelne Helme herausgenommen und Beschussproben unterzogen. Die Federwirkung des Materials hat das Geschoss zurückgeschleudert. So ist der Stahlhelm, zu dem Geheimrat Bier während des Weltkrieges die Idee gab, ein sicherer Schutz für unsere Soldaten. Thanks for watching. Please subscribe and share, and also visit my audiobook channel, War Stories with Mark Felton. You can also help to support both of my channels at PayPal and Patreon. Details in the description box below.